Bitcoin über 50.000. Jetzt sind wir sogar schon bei 51.000. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es soll ja nicht um Bitcoin gehen, aber man muss es schon mal feststellen, dass derjenige, der meinetwegen vor 12, 13, 14 Monaten bei 25.000 eingestiegen ist, dass der sein Investment mittlerweile verdoppelt hat in einem recht überschaubaren Zeitraum, zugegeben, in dem es auch wirklich hoch und runter geht. Aber das ist nun mal bei den kryptischen Währungen so, die haben eine sehr hohe Volatilität, hohe Volatilität. Das kann man natürlich ausnutzen und das tue ich gerade in meinem Trainingscenter für Trader von SkyTraders. Und habe damit auch richtig gut Erfolg, bin da gut dabei und habe sozusagen auch den Qualifikationstest schon mal bestanden. Nachdem ich den ersten vermasselt habe, habe ich den zweiten bestanden, der aber nichts zu sagen hat. Wir sind nur dabei, die Software zu testen, sozusagen letzte Züge. Wir testen die Software auf Herz und Nieren und gucken, dass das Ganze richtig funktioniert, damit das Ganze dann an den Start geht. Warum erzähle ich das? Es gibt eine wichtige Information. Ich habe es ja in meiner Internetseite frankharder.de schon mehrfach dargelegt. Erstmal, um was es bei SkyTraders geht. Ja, klar, das kann man dort alles nachlesen. Aber auch, wo wir uns gerade befinden, wo wir gerade stehen. Punkt 2 und Punkt 3, um welchen Preis es geht, sollte man sich hier für ein Investment interessieren oder entscheiden. Und das ist deswegen wichtig, weil das ist jetzt so mein Gefühl. Ja, ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber ich denke, in den nächsten Wochen ist es soweit, dass der ganze Spaß hier den nächsten Sprung macht. Und was bedeutet das? Momentan kann man sich bei SkyTraders beteiligen mit einem Preis pro Skyten, Klammer auf, das Skyten wird dann mal zu einer Aktie, Klammer zu, 1 zu 1, auch in der Wertigkeit, kann man sich also zu einem Preis von 10 Cent pro Skyten beteiligen. Und das wird aus meiner Sicht in wenigen Wochen sich ändern, nämlich dann, wenn die Firma mit ihrem ersten Produkt ins operative Geschäft geht, also ins Geldverdienen kommt und sozusagen auch das Risiko, dass man sich an so einer Firma beteiligt, minimiert ist, weil wenn eine Firma erstmal zeigt, dass sie Geld verdient, ist natürlich das Risiko ganz anderes als vor 2 Jahren, als wir nur auf die pure Idee hin eingestiegen sind. Also wird sich der Preis verändern und zwar wird er um das Fünffache steigen. Und da dachte ich mir, gebe ich euch nochmal die Informationen raus und lege es euch nochmal ans Herz. Solltet ihr euch für diese Thematik interessieren, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und aus diesem Grund gibt es heute Abend um 20 Uhr, heute ist der 15. Februar, gibt es heute Abend um 20 Uhr also erstmalig ein Webinar für Interessenten. Also wirklich nur für unbeleckte Leute, die eigentlich wissen wollen, SkyTraders, was ist denn das, was machen die, wo wollen die hin, wo geht die Reise hin, wo ist da mein Mehrwert, oder wo könnte mein Mehrwert sein, etc. pp. Was meinen die mit Community, was meinen die mit Community-eigenen Fintech-Unternehmen, etc. pp. Heute 20 Uhr. Die letzte Gelegenheit ist noch heute sozusagen im Laufe des Tages, sich dort nochmal zu registrieren, dass man dann heute Abend auch daran teilnehmen kann. Man muss sich also wirklich registrieren. Ansonsten, wenn er nicht registriert ist, kriegt kein Link zugeschickt, wo man sagen kann, hier, du kannst jetzt teilnehmen. Und ja, ich wollte es eigentlich nur ans Herz legen, zu sagen, das jetzt mal anzuhören und sich zu überlegen, könnte das was für mich sein, für mich mittelfristig auch ein bisschen, sag ich mal, vielleicht ein passives Einkommen auch aufzubauen. Ja, passives Einkommen, das hat man ja nur schon in den letzten 20 Jahren bis zum Erbrechen gehört, das weiß ich. Aber ein passives Einkommen heißt ja nichts weiter, als dass man für eine einmal gemachte Tätigkeit permanent einen Geldfluss auf sein Konto hat. Das hätte man hier, ne, in Form von Dividenden zum Beispiel. Ja. Aber wie das Ganze funktioniert, das erklären eben Thomas und Anne heute auf dem Webinar. Und ich lade dazu explizit nochmal ein, alle die, die wirklich sagen, na, anhören könnte man sich ja mal, weil im Grunde bin ich ja auf der Suche nach einer vernünftigen Geschichte, die nicht nur die nächsten 6 Monate und dann weg ist, sondern die auch langfristig, sag ich mal, verspricht, das zu halten, was es verspricht. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Webinar. Bis dahin. Achso, und Link ist unter dem Video.